So, hallo Leute, ich begrüße euch wieder mal zu Anno 2070. Jetzt starten wir die dritte Kampagne mit der ersten Mission und ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr Es auch. ist Zeit zu handeln. Die Organisation zählt auf deine Hilfe. So. Registriere kritische Normabweichung. Ja, ist schön. Okay, ich starte. Erstmal wieder der rasante Ladebalken. Ich hoffe, heute geht's wieder so schnell wie die letzten Male. Na, komm, hopp. Bin ich gespannt, was diesmal in der Mission auf uns wartet. So, Mission starten natürlich. Koordinaten erreicht. Also dann, werfen wir mal einen vorsichtigen Blick in die Höhle des Löwen. Auftauchen. Die Systeme registrieren Strahlung. Hier wurden Nuklearwaffen gezündet. Den Messdaten nach ist es nicht lange her. Wenn das Vater war, wissen wir nun, was uns erwartet. Oh je. Auf Dauer ist diese Strahlendosis für Menschen extrem gesundheitsschädlich. Wenn wir diese Tatsache ignorieren, haben wir den Kampf jetzt schon verloren. Auf feindlichem Terrain. Oh Mann, der hat Atombomben, die Drecksau. Wenn das unser Schlachtfeld wird, müssen wir die Strahlung in den Griff kriegen, bevor wir uns mit Vorder anlegen. Ich habe einen verlassenen Stützpunkt lokalisiert. Dort sollten wir unsere Basis aufschlagen. So. Informationen für Siedlungsgründung verfügbar. Lade Basisbebauungsplan. Ah. So, dann müssen wir hier hin. Gefällt mir gar nicht. So, dann schippern wir mal hierher. Arbeiterwohnungen 35 Stück. Erzmine, Kohlemine, Eisenschmelze. Werkzeug muss ich produzieren. Teeplantagen 2 Stück. Okay. Dann baue ich hier mal. Ups. Ein Kontor. So, Stadtzentrum. Ich hätte gern ein Stadtzentrum. Warndepot, Straßen, Bauzellen. Boah, wo ist denn das Ding schon wieder? So. Ah, da ist es ja. Bin ich blöd. Stillgelegte Betriebe registriert. Toll. Frühere Produktion. Tee und Werkzeug. Empfehle Reaktivierung. Gut. Ich brauche aktuelle Messdaten über die Kontaminierung der Inseln. Du kannst meinen Geigerzähler benutzen. Cool. Nehmen Sie folgendes in der Arche auf. Einen Geigerzähler. Schön, einen Geigerzähler, wie immer. Ist doch toll. Baue ich erstmal hier eine Straße. Ach, das ist nicht unbedingt mein Gebiet.
registriere Energieknappheit. Energieknappheit ist ja schön. So, dann pflanzen wir hier wieder ein paar Windräder. So, dann mache ich noch schnell mal wieder Essen, wie immer. So, noch eine Straße hier hingezimmert. So, dann fahre ich hier zu der anderen Arche und hole das Ding. So, was braucht ihr denn noch? Ich zähle auf dich. Also bau keinen Mist. So, jetzt habe ich den Geigerzähler. So. Der ist auch schon unterwegs. Produzieren die? Hier wird produziert. Hier nicht. Wieso denn das? Wieso will hier nicht in der Eisenerzmine produziert werden? Komisch. Komisch, komisch, komisch. Gut, ist ja jetzt mal fürs erste Wurst. Achso, das ist ein Depot. Ich brauche, glaube ich, eine Bauzellenproduktion. So, dann brauche ich das hier. So, dann kommt der hier hin. Hier nochmal einer. Zwei dürften reichen, um den zu versorgen. Dann habe ich ein paar Bauzellen. Messen Sie mit Hilfe des Geigerzählers. Gut. Leider ist der Fall noch nicht abgeschlossen. So, an der markierten Stelle. So. Dann fährst du mal dahin. Wie sieht's hier aus? Ah, die zwei Teeplantagen. Da muss ich noch eine Straße anschließen, glaube ich. Dann geht es. Ah. Lokalisiere Insel. Schön, eine Insel. Warnung. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Ja, ist klar, ne? So. Dann benutzen wir nochmal den Geigerzähler. Danke. Mit diesen Daten können meine Leute unser weiteres Vorgehen genau planen. Gut, dann haben wir das. Wieso will hier die Eisenerzmine nicht, hä? Wieso willst du nicht? Reiß ich halt. Kann ich überhaupt, wenn es vonnöten wäre? Nee, könnte ich nicht. Es geht doch, oder? Verflucht! Wieso will hier die Eisenerzmine nicht produzieren? Das ist ja aber doof, ne? So, Fisch steigt. Jetzt muss ich mich hier um die Eisenerzmine kümmern. Die gehört doch mir. Die produzieren fleißig.
Was fehlt denn denen? Warnung. Produktion gestoppt. Ich weiß es nicht. Datenlog für Missionsziele aktualisiert. Fragt mich nicht. Ach, das ist so gerade noch nicht mehr im Bereich, was ich gerade sehe. Ah, doof. So, dann geht's ja jetzt. Was errichten Sie mindestens Echo-Angestellte? Ach so. Haha. Man muss denen mal gut gehen. Tee wird hier produziert. Ist auch schön. Dann brauchen sie nur noch Unterhaltung. Na komm, dreh dich. Hier ging's doch auch. Jetzt dreh ich hier rein. Ach so. Nee, doof. Dann bauen wir es halt hier hin. Wurst. Ist mir doch Schnuppe. Was ist hier kaputt? Ach so, ah, scheiße. Habe ich ja ganz vergessen. Ausbau abgeschlossen. Operationsbasis einsatzbereit. Die Eden-Techniker haben aufgrund deiner Messdaten die Wetterkontrollstation modifiziert. Wenn wir einige davon errichten, können wir die Verstrahlung aktiv reduzieren. Ja. So. Ermittle Voraussetzungen für die Konstruktion von Wetterkontrollstationen. Danke. Ansiedlung von Echo-Angestellten erforderlich. Okay. 360 von den Typis brauche ich. Ist ja schön. So. Das kriegen wir doch hin. Glaube ich mal. So. Wir wollen Sushi. So. Werkzeugproduktion, Holz. Holz könnte ich anfangen zu produzieren. Warnung. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Ja. Ist aber mir Wurst. So. Bau ja eine Straße. Perfekt. Die produzieren. Das ist ja schön. So. Ist hier noch los? Verbessern Sie mit Hilfe der Wetterkontrollstation. Die Ökobilanz in Neon. Ökobilanz 100. Minus 167 zu minus 150. Aha. Jetzt muss ich hier meine Maus richtig einstellen, weil die schon wieder verkehrt eingestellt ist. So. Dann passt das. Die Ökobilanz. Ach ja, war ja noch. Zwei Sägewerke brauche ich hier.